Tag und willkommen zurück zum Ulvo-Projekt von Minecraft. Ja, wir haben jetzt Chocobos, die waren da hinten zwischen den zwei Bergen und zwei Männchen und zwei Weibchen waren da unten bei Sumpferster, also der erste Sumpf, den wir noch kurz ein bisschen gesehen haben. Und er ist wirklich winzig klein, aber er sieht wunderschön aus, weil Gebirge ringsum ist und noch ein bisschen Tannenwald. Jo, und hier unten, genau hier, waren dann auch noch die Weibchen. So. Und noch eine schöne Wiese gefunden. Ja, und die habe ich zuerst recht weit hier hochgelockt. Und dann merkte ich, eventuell können wir ja einen Sattel machen und der Sattel war ja ein bisschen nervig, weil ich fast kein Weizen mehr hatte. Ich hatte die Kühe zuvor gefeedet und dann musste ich noch Weizen, also Heublöcke machen. Zwei Stück und normales Weizen und was war es noch? Federn, glaube ich. Können wir gleich mal kurz schauen. Feder und Faden. Ah, okay. Die Nester. Die sind aus Strohballen, aber da muss ich jetzt nur eins herstellen. Okay. Dann habe ich das kurz nicht richtig gesehen. Ja, danke schön für die vielen Aufrufe. Also sind eigentlich pro Tag immer noch 10 Aufrufe. Und, ja, es ist überraschend, weil solche Projekte ja eigentlich ja gar nicht immer so gewollt werden. Also es ist halt schwer, jetzt immer alles zurecht machen, weil die meisten wollen vielleicht Technik oder die meisten wollen einfach irgendwie RPG oder so Maschinen sehen. Und für mich reicht das völlig. Wir haben genügend Sachen. Also einfach einmal ernten, habe ich schon wieder übermäßig viel Weizen oder so. Und ich musste hier nur einmal anpflanzen, die Güsal Greens. Und habe eigentlich genügend, um die immer wieder zu füttern. Also es reicht, oder? Ich will mich auf das Bauen konzentrieren. Ah, direkt ein Ei. Und das schlüpft jetzt aus. Es gibt genügend Modifikationen, die das Spiel nochmals aufwerten. Klar, das Texture-Pack hat manchmal Fehler. Das ist einfach so. Es ist ein relativ neues. Aber das kann man gerne auch überspielen. Ja, wenn wir so etwas bauen, wie zum Beispiel die Forestry-Zäune, dann machen wir einfach das weg, das Texture-Pack für kurze Zeit oder so. Also es ist nicht so schlimm. So, heute möchte ich mich mal nur kurz auf eine Welt konzentrieren. Das ist nämlich schon eigentlich ziemlich wichtig. Tu noch das Fleisch rein. So. Weil sonst bekommen wir nie genügend Rohstoffe für das Haus. Ich habe mir schon ausgedacht, was ich mache. Ich werde es gleich noch kurz zeigen. Ja, ich muss nur wissen, muss die immer wieder aufteilen. Noch gleich mehrere. So. Ah, hier. Okay. Hier rein. So. Habe ich noch genügend? Also es braucht immer eins. Nicht schlimm. Noch das Leder rein. Und dann Welt 2. So, dann machen wir das gleich hier rein. Dann haben wir Welt 2. Wunderbar, da haben wir noch mehr Verbindungs. Das ist eigentlich ziemlich gut so. Mehr brauchen wir nicht. Also das Linking-Buch ist offen für Overworld. Immer nachschauen. So, direkt mal eine Welt, eine neue Welt
die hoffentlich ein bisschen grün ist, ein paar. Ja, okay, genau so etwas. Und immer das Verbindungsbuch gleich hier hin tun, wenn ihr aber auch noch einen Waypoint gemacht habt. So, was haben wir denn hier? Also es ist nichts Gefährliches, haben wir. Wir haben Nachtsicht. Okay. Das ist doch super. Es ist Nacht. Dann schlafen wir doch kurz. Hier können wir noch schlafen, denke ich mal. Es ist nicht. Es ist immer Nacht. Es ist aber nicht zum Überschlafen gedacht. Okay, Schweinezombies. Ja gut. Dann gehen wir mal runter und schauen, dass wir nicht sterben. Ich möchte gerne mal dort zum Dschungel gehen. Dann haben wir schon mal Dschungelsetzlinge und so. So, noch richtig hingetan, die Items. Ja, danke schön fürs Supporten, einfach fürs Zuschauen. Es wird noch nicht so geliked. Es wurde auch einmal disliked. Aber das ist nicht schlimm. Das gibt auch noch für den Algorithmus, wie die großen Minecraft-Let's Play in Deutschland so sagen. Einfach nochmals, ja, mehr Anerkennung, als mehr, dass die Leute es besser sehen. Da hinten war irgendwas Weißes kurz. Verstehe ich jetzt auch nicht, was diese Säulen auch sind. Ah, doch ein Gast. Ich wusste es. Das ist eine Gastwelt. Damit der Gast nicht etwas zerstören kann. Es wird einfach so schnell alles zerstört. Das ist unglaublich. Wir wollen ja auch ein bisschen die Welt in Ordnung sehen und nicht überall Creeperlöcher dann. Für so ein Projekt einfach perfekt. Das ist ein Hardcore irgendwie Projekt oder so. Ist es gut, dass die Monster alles zerstören könnten. Auch für ein Bauprojekt, wo wir alles auch mal bebauen könnten oder so, ist es einfach falsch. Es gehört nicht dazu. Deshalb. Tut zwar wirklich sehr gut schauen, dass ich nicht irgendwas sprengen lasse oder so, aber dann gibt es ja immer noch die. Warum musst du hier irgendwas bauen? Eisbären, okay. Dann gibt es ja immer noch die Endermänner, die immer wieder Blöcke klauen und genau deswegen eigentlich, weil die so. Ja. Unerkenntlich eigentlich machen. Die haben einfach immer den Block in der Hand, wenn man es dann sieht und fehlt irgendwas und das ist auch nicht gut. Das ist eigentlich eher wegen den Endermans und ja, wegen dem Witter später, Witterboss. Ja gut. Orange vielleicht noch mitnehmen. Aber ich sollte jetzt auch nicht so viel mit der Spitzhacke abbauen, weil. Ja, ihr seht es. Die geht schneller kaputt, als man will. Deshalb einfach mal runter. Da ist noch rot scheinbar. Oder so, braun? Rot, okay. Ist braun, aber ja, ist rot. Noch mehr rot. Sehr schön. Könnten wir sicher etwas Gutes draus bauen. Okay, jetzt hat es sich kurz resettet. Typisch dieser internale Server, also es läuft ja nicht über die Internetverbindung, aber es läuft über einen Server, der offline ist und der ist einfach ein bisschen überfordert manchmal mit solchen Welten. Es liegt an Mistcrypt, das ist leider so. So, dann haben wir genügend Blöcke. Wir bauen es mit Holz hoch. So, das reicht. Dann haben wir hier noch Teakbaum, das brauchen wir nicht mehr. Nehmen wir doch kurz noch ein Setzling mit. Ist wirklich kein einziger Setzling?
Lol. Und da keiner spawnt. Dann haben wir ein Problem. Die können wir nicht vervielfältigen. Was machst du? Ah, du hast ein Kind. Sorry, aber die Mutter muss so sterben. Nicht angegriffen werden. Ja, und du stirbst leider auch. Okay, nicht. Ein Tropenbaumsetzling. Was ist das für ein Holz? Grünherzholz. Ja, gut. Dann müssen wir leider nochmals einen craften. Aber sehr cool hier, also mir macht Spaß jetzt hier die Gegend erkunden. Aber ihr merkt es ist eine Welt, die einfach so ein Baukasten ist. Also es gibt immer wieder die Biome, die eigentlich richtig klein sind und so. Aber sehr unterschiedliche Biome. Das macht die Welt viel interessanter als einfach eine Eiswüste. Ah, gut. Wir haben in der zweiten Welt schon eine super Welt, wo wir viel anfangen können. Deshalb ist doch das super. Oh, jetzt habe ich die Eisenaxt nochmals mitgenommen. Also Grünherzsetzlinge. Müssen wir jetzt wirklich einen großen fällen, damit wir genügend Scheint so. Also ich brauche in nächster Zeit wirklich sehr viele Äxte. Sollten wir eine Diamant. Ja, das geht dann zu schnell kaputt. Grünherz, Tropensetzling. Also wieder keiner gespawnt. Also ich muss. Ah, hier haben wir noch ein Setzling. Sehr gut. Ich muss einen großen schon fällen. Die wollte ich eigentlich nur in der normalen Welt fällen. Aber okay. Ja, es ist momentan sehr kalt. Also mein Hals ist wieder trocken. Durch das Reden. Aber gut. So, jetzt haben wir 7, 8, 9. Wunderbar. Gut. Oh, nicht lecken. Ja, die Welt ist sehr anforderlich für die. Oh, okay. Akazien haben wir auch noch nicht. Sehr schön. Also sehr viel unterschiedliches Holz. Baumarten. Wunderbar. Ja, der ist leider kaputt. Den möchte ich jetzt nicht fällen. Da haben wir noch Steininseln. Die haben wahrscheinlich nichts drin. Ist einfach nur Steinkomplex. Also es lohnt sich nicht nach oben zu gehen. Also ich könnte es mal testen. Okay. Ja gut. Es generiert nicht immer so viel. Ach, sicher, jetzt wird er schnell. Kann leider Optifine wirklich kaum etwas dagegen tun. Ist nun mal so, dass es manchmal einfach. Die haben alle Babys, also die greifen uns alle an, die Eisbären. Wir können leider nicht diese kleinen Pausen, ja, vermeiden. Ist einfach so. Es wird so viel generiert in der Nähe. So, das reicht aber. 7, okay. Die müssen mal einbauen, dass es irgendwie Baobabäume mit Akazien und Holzen so gibt. Dass die einfach mehr Setzlinge fallen lassen. Genau, Schwarzeichenholz habe ich auch geholt. Den hat man ja gesehen auf der Map im Süden. Den normalen. Hier haben wir hellgraue Keramik. Okay, wunderbar. Und hier haben wir einfach ein dunkles Biom. Ein Wüstenbiom. Hier hat sogar noch die Widder aus dem Twilight Forest. Okay, cool. Und Hasen, wenn wir mal Hasen brauchen. Die nicht abhauen. Aha, das ist auch von Twilight Forest. Ist das Sumpf? Ja, gut. Da oben haben wir noch andere Blöcke. Ist auf die Unterseite. Sind irgendwie ein bisschen lila. Keine Ahnung, was das für ein Stein ist. Ja, wahrscheinlich einfach weißer Quarz, weißer Keramik. Naja. Okay, dann haben wir eigentlich alles gefunden. Ja, es wird auch gefährlich.
Ist leider eine Nachtwelt, das ist nicht so gut. Kommst du? So, jetzt. Aber okay, um ein wenig zu haben. Ist es gut. Ist eine performance-schwache Welt. Hier habe ich noch ein bisschen umgebaut. Und ich wollte ja noch das Quarz zeigen. Ich benutze die normalen Quarzblöcke. Die gefallen mir nicht so, gemeißelte in diesem Texture Pack. Eventuell noch gemeißelte Quarzblock irgendwo. Aber ich werde vor allem einfach Quarzblöcke zum Bauen verwenden. So, leider auch wieder voll. Wir brauchen neue Kisten. Da haben wir irgendwo Kisten. Doch keine mehr. Irgendwo anders hingetan. Glas haben wir auch schon gemacht. Wirklich nirgends mehr. Hier auch nicht. Vielleicht hier oben. Nö. Okay. Und das habe ich gefischt. Die Sachen werde ich alle hier reinlegen. Das sind die alten Sachen, die ich gefischt habe im dritten, zweiten Part irgendwann. Und das sind die neuen, also direkt viel mehr verzauberte Sachen, Bücher. Durch die gute Angel, die ich mir gekräftet habe, also verzaubert habe. So langsam geht die Nachtsicht dann wieder aus. Dann haben wir noch, ja, wir müssen jetzt einfach kurz die Kisten nochmals machen. Kann ich ja auch hier hin tun. Ja, die Holzarten. Ich habe eine Holzkiste, aber die ist die obere, ja. Okay. So. Dann haben wir noch Setzlinge. Ich möchte gerne eine pflanzen. Tropen. Alle pflanzen. Sehr gut. Ja, der Baum gefällt mir irgendwie nicht so. Ich hatte am Anfang doch mal die Lust, ihn zu behalten. Also am Anfang sah er schön aus. Aber dann doch nicht so. Also, ja, ist halt oben einfach auf die Seite. Aber das Holz ist sicher cool. Wir bauen ihn jetzt ab und pflanzen ihn einfach irgendwo anders neu. Keine Setzlinge? Einen Setzling. Dankeschön. Aus einem. Ah, hier. Okay, zwei Setzlinge. Aus einem werden zwei. Naja, ach komm. So, das Ei ist noch nicht geschlüpft. Möchte denn gerne hier hinpflanzen. Und gleich zwei. So. Dann haben wir noch einen Eichenholz. Der Baum ist mir ein bisschen zu groß geworden. Genau, noch zwei neue Bambus. Und bei diesem Baum, was sind diese Kokons, die irgendwie Bienen rausbringen? Du Schmetterlinge. Die kann man aber abbauen, scheinbar noch. Kommen wir vielleicht Seide über oder something was? Das weiß ich leider noch nicht. So, der Forgasia Robusta und der Short Tasselet. Okay. Und die haben wir ja schon seit dem ersten Part, glaube ich. Jo, und was hätten wir sonst noch? Ich bin alles am Machen, was wirklich Grinding ist, was hier wirklich
nicht unbedingt sehen müsst. Und mache immer wieder Updates. Also es wird jetzt zwischen diesem Part und dem nächsten Part natürlich auch noch mehr geben. Und ja, zum Haus bauen kommen wir nicht mehr, weil die Welt, die war schon ein bisschen interessant. Ich wollte eigentlich die Welt kurz anschauen und dann wieder zurückgehen und am Haus bauen. Aber das braucht immer so extrem lange, boah, wie schnell die Bäume gewachsen sind, dass ich das nicht in einem Part kriege noch. Und es sich halt immer mehr verzögert. Okay, da lässt sich jetzt gerade nicht sehen. Er wird nicht als Baum erkannt. Dankeschön, lieber Mod. Ist sehr gut. Ja. Treefeller-Mod. Ist nicht mehr so. Ja, es war eigentlich immer schon das Problem, dass die Bäume nicht erkannt werden. Also müssen wir den manuell fällen. Direkt nochmals eine Axt craften. Die gehen so schnell kaputt, das ist unglaublich. Auch nur ein bisschen Tropenholz. Können wir gleich mal kurz schauen, ob wir noch mehr pflanzen müssen, weil der sieht gut aus als Boden. Dann benutze ich doch den als Boden, zum Beispiel fürs Schlafzimmer oder so. Aber ich pflanze jetzt einfach keine Setzlinge mehr an von den Dschungel und warte einfach, bis ich dann wirklich die brauche. Die zwei Bäume sind genügend. Sehr gut. Ja, die Setzlinge fallen schon runter. So, also, nochmals. Crafting Table. Nochmals eine Axt. Gleich zwei Äxte. Ja, den Setzling kann ich nicht holen. Ja, hier oben lässt sich der Baum fällen. Wir fallen wahrscheinlich hier runter jetzt. Nein, nicht abbrechen. Ich wollte nur auf den Crafting Table gehen. Okay, vielleicht die Äste machen den Baum nicht mehr zum Baum. Ja, ich wusste es. Ich wusste es ja. Da lässt sich der Baum auch schon fällen. Ja, dann lasse ich mich runterfahren. Wir haben genug Leben. Okay. Mal schauen, wie viel wir Herzen verlieren. So. Und ja, heute kommt dieser Part. Morgen kommt dann zwei neue. Ich mache jetzt zwei Folgen. Wow. Doch mehr Herzen, als ich gedacht habe. Ich habe 4,5 gedacht und es sind 6,5. Okay. So, wunderbar. Wir haben genug Essen, wir könnten alles verschwenden. Aber schaut euch einfach an, wie es im Real Life so ist. Wir verschwenden einfach viel zu viel Essen. Ich esse immer am nächsten Tag noch den Resten vom vorigen Tag. Also es ist. Ich tue eigentlich gar nichts wegwerfen. Außer Bananenschalen oder irgendwelche Schalen von Gemüse. Sonst werfe ich gar nichts weg eigentlich. Kein Essen, nichts. Aber andere. Ich finde das so gemein. Aber gut. Kann man nichts machen. Okay, Setzlinge muss ich natürlich wieder rausnehmen hier. Pfingstrosen sind noch hier. Hier ist Licorice Root, das ist eine Pflanze, die ist dort hinten. Ja, dieses mit den rosa Blüten. Und die geben keine Setzlinge. Also ich kann die nicht vermehren. Und deshalb anpflanzen, ja, nur zum einen Item zu bekommen. Nö, lieber nicht. Also. Machen wir die mal hier rein. Pfingstrosen kommen hier rein. Ach, wieder voll. Die Blumen können wir irgendwo anders rein tun. Ja, und alles andere mache ich dann im nächsten Part. Beziehungsweise bis zum nächsten Part eher. Das ist auch ein bisschen langweilig für euch. Blumen. Ja, genau hier. Blumen und Bienen haben eine eigene Kiste.
So, wir können zusammen ein bisschen warten. Setzlinge haben wir hier. Okay. Habe ich alles wieder rausgetan. Wunderbar. Gut. Einen kräftigen Table nehmen wir mit. Also, dann werde ich bis zum nächsten Part Chocobos vermehren. Wir müssen warten, bis da kommen. Wie diese Schmetterlinge. ins Nethergate noch ein bisschen Quarz holen. Ein paar Brücken platzieren. Über die Lava. Und genau, das Haus mal ein bisschen ausmessen. Mal überlegen, wie das Haus aussieht und dann einfach die Blöcke setzen im nächsten Part. So, angeln werde ich diesmal nicht, denke ich. Ja, vielleicht angeln schon, aber Kühe mal nicht für. Ja, da brauche ich nichts mehr. Und einfach diese Sachen, die wir aus dem Nether haben, noch ein bisschen vermehren. Kann ich gleich mal noch ernten, die nette Warzen. Gut, Dankeschön fürs Zusehen, bis zum nächsten Part und Dankeschön für die Unterstützung. Euer Drago Basler. Tschüss.